Ja, es waren bange Minuten und Stunden für die Menschen im Massenbuch, als in einem Sägewerk am Donnerstagabend ein Feuer ausbrach. Die Flammen breiteten sich schnell in dem Holzbetrieb aus und griffen auf ein angrenzendes, leerstehendes Wohnhaus über. Die schnell vor Ort eintreffende Feuerwehr setzte alles daran, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude zu verhindern. Problematisch war dabei die enge Bebauung im Ortskern und die Versorgung mit den großen Mengen Löschwasser. Vorsichtshalber evakuierten wir gemeinsam mit der Feuerwehr mehrere Menschen aus angrenzenden Wohnhäusern. Dank dem engagierten, professionellen und unermüdlichen Einsatz der Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Aus der Luft unterstützte ein Polizeihubschrauber die Einsatzkräfte mit Übersichtsaufnahmen, bei der auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz kam. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch vollkommen unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache und der genauen Schadenshöhe wird die Brandermittler der Kripo Würzburg noch in den nächsten Wochen beschäftigen. Gegenwärtig gehen wir davon aus, dass der Schaden in einem sehr hohen sechsstelligen Bereich liegen wird. Das Wichtigste ist jedoch, dass alle Menschen rechtzeitig den Brandort verlassen konnten und niemand verletzt worden ist.